Heli, du bist seit 1996 ein Teil der RM Family. Wie bist du zu Trouble Master gekommen? Ja, grundsätzlich war ich ja in der Produktion von der RM50, ja, die was für HMH produziert haben. Okay. Dort war ich halt Schlosser, ja, bin ein kleiner Maschinenschlosser. Und somit habe ich dort halt von Grund auf die Maschinen zusammengeschraubt und im Zuge dessen ist natürlich dann so entstanden, dass einmal der Hanisch mich gebraucht hat, der was rausgefahren auf die Baustelle. Und da habe ich mich freiwillig gemeldet. Und so haben wir sie halt einmal ein wenig kennengelernt. Ne? Ja, und dann war einmal ein wenig eine Flotte, wo natürlich der Hanisch nichts verkauft hat und wir dadurch auch nichts produziert haben. Dann ist die Firma hat auch Konkurs angemeldet. Und da habe ich dann direkt bei HMH angefangen. Das war im 96er-Jahr. Ne? Und im 97er-Jahr haben wir dann die erste RM60 gehabt. Und mit der sind wir dann eigentlich gewachsen. Weil vorher hat ja HMH nichts selber zusammengeschafft. Sie haben alles auswärts machen lassen. Und wie ich dann dazugekommen bin, naja, Büro, ich, nein. Dann habe ich gesagt, dann schrauben wir selber was zusammen. Und so ist das irgendwie entstanden, draußen in Tschechien bei der SUB. Ne? Und so ist das entstanden, dass wir dann selber Maschinen zusammengeschraubt haben und dann alle größer und mehr geworden sind. Ne? Du warst der erste Servicetechniker bei Trouble Master. Was waren deine Highlights in den ersten Jahren? Naja, ich habe natürlich alle Reparaturen und Übergaben und Schulungen gemacht. Ja. Highlight für mich war eigentlich das, dass wir mit nichts angefangen haben. Teilweise ohne Werkzeug und natürlich hat bei mir auch gewisse Wissen angefällt. Also eigentlich überall ins kalte Wasser geschmissen worden. Ne? Aber ja, wir haben das Beste draus gemacht. Ne? Und ganz wurscht, wo wir unterwegs waren. Und wie weit wir gefahren sind mit den Autos. Das war das Einzige, was wir gehabt haben. Auto und ein wenig Werkzeug. Und dann waren wir halt ein wenig dort ein Fremd eingemietet und dort einen Platz halt. Und ja, wenn einer angegriffen hat oder wo bleiben, ja, dann habe ich nur mein Zeug zusammengepackt und ich habe schon fahren können. Ich habe nicht. Ich war ja am Mannbetrieb so gesehen, ne? Vor dem her gesehen. Und ja, somit waren wir relativ flexibel und haben sich immer schnell nach dem Kunden richten können. Ne? Das heißt, unsere Servicequalität hat uns von Anfang an ausgemacht. Was unterscheidet Trouble Master noch vom Mitbewerb? Natürlich, ich meine, damals haben wir ja nicht wirklich einen Konkurrenten gehabt. Das war ja ein Nischenprodukt. Ne? Somit hast du sowieso gepunktet. Ne? Du hast das ja nur davon überzeugen müssen, dass das eine kleine Maschine ist, die was sehr viel kann. Ne? Und so war es aber auch, gell? Weil ich bin zu Kunden gekommen, zwecks einer Vorführung, und die haben mich ausgelacht und haben gesagt, ja, was willst du mit dem Bananenbrecher? Und nachher noch ein Abschlag geschaut, was die alles können hat.